Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zum Vortrag AI-basiertes Marketing mit ChatGPT. Schön, dass wir uns mal wieder treffen nach so langer Zeit. Ja, ich bin ja schon seit, seit es diese Veranstaltung hier gibt bei Werk 2, bin ich immer wieder hier. Und es ist schön, auch jetzt gerade nach Corona mal wieder so viele vertraute Gesichter wiederzusehen und Freunde und Kollegen. Und ja, es ist schön, schön hier zu sein. Mein Name ist Alexander Wörl. Ich bin einer der Mitgründer von ContentSurf. ContentSurf kennt man vielleicht, so ein PIM-DAM-System. Gibt es schon seit über 20 Jahren. Habe ich mal mit der Patricia Kastner zusammen angefangen. Nette Anekdote, ich habe hier 50% damals für 1 Euro verkauft. Damals war es, glaube ich, sogar noch D-Mark. Nee, es war schon Euro, glaube ich. Um sie mit ins Boot zu holen. So fing das Ganze an. Und in den 20 Jahren, ich habe es mir mal durchgerechnet, habe ich neben der Softwareentwicklung natürlich auch immer wieder ContentSurf-Demos gegeben. Es müssen so an die 2000 jetzt mittlerweile sein, wenn man sagt, ich mache so jede Woche 2 bis 3 Vorträge, habe ich 2000 Demos gegeben. Und manche sagen, nach den ersten 10 Demos war mir dann schon so langweilig, dass ich dann immer weitergemacht habe, ContentSurf auch weiter zu entwickeln an verschiedenen Ecken und Enden. Okay, kommen wir zum Thema. Erstmal so eine Marketingfolie. Das meiste wird heute live sein. Content. Ja, Content ist wichtig, das wissen Sie alle. Selbst die Hersteller und die Händler erst recht sind ja heute gezwungen, möglichst schnell, möglichst viel Produkte auf ihre Marktplätze zu bekommen. Und ja, die Strategie ist klar, Longtail, möglichst One-Stop-Shop, alle sollen kommen und sollen alles finden. Aber damit hat man natürlich auch viel Arbeit. Ja, es werden viele Produkte geonboardet. Wenn man die selber entwickelt hat, so ein Produkt, dann ist das nicht so schlimm, weil man hat vielleicht ein Jahr entwickelt an dem Produkt, dann kann man auch noch mal einen Tag in den Text investieren. Wenn ich aber irgendwie 1000 Produkte von Lieferanten bekomme und davon dann vielleicht 200 Lieferanten habe, davon die Texte zu erstellen, das ist natürlich dann schwierig. Also Content ist wichtig. Und gerade beim Data Onboarding, hier mal ein Beispiel als Metapher, als Bild. Das ist das, was man von einem Lieferanten bekommt. Ja, man kriegt irgendwie eine Kiste Lego hingeknallt und jeder, der Kinder hat und ordentlich ist zu Hause, der weiß, so bringt mir das erstmal nichts, was mir der Lieferant da liefert. Wenn man sich mal das PIM anschaut, so sieht das ja eigentlich aus. Ja? Man hat lauter Kästchen, man hat lauter Fächer und da müssen diese ganzen Lego-Steine irgendwie jetzt zusortiert werden. Das heißt, irgendeiner muss sich hinsetzen und muss aufräumen, ja, und muss irgendwie am Ende wahrscheinlich sogar jeden einzelnen Brick in die Hand nehmen und irgendwie einsortieren. Und beim Onboarding ist jetzt die große Frage, wer ist dieser jene? Ja? Sind das Sie als PIM-Owner oder enablen Sie Ihren Lieferanten, den Supplier, soweit, dass er das vielleicht irgendwie auch machen kann? Ja? Oder nutzen Sie halt ein cooles Tool, eine coole Software mit einer gut integrierten AI-Lösung? Und wie weit wir damit heute kommen, das wollen wir uns jetzt mal live anschauen. Wie weit kann ich heute AI dazu bringen, mir meine Dinge hier einzuräumen? Das haben wir uns schon länger überlegt bei ContentSurf. Aber als dann ChatGPT um die Ecke kam und ich das mal ausprobiert habe, da wurde mir klar, jetzt ist es möglich. Ja? Früher, vor ChatGPT, war es ja so, man musste dann irgendwelche Modelle machen. Ja, ich erinnere mich da an endlose Workshops und wochenlange Entwicklungsarbeiten, um Farben zu mappen. Ja, der Lieferant bringt Farben und man hat im PIM eigene Farben. Jetzt muss man die mappen. Und dafür einen AI-Algorithmus zu finden, das war eigentlich fast unmöglich. Und man musste dann so ein Modell entwickeln, ja, und man musste das dann trainieren und so weiter. Ja. Und wenn ich schon Modell und trainieren höre, dann wird mir schon schlecht. Das bringt so nichts. Ja. Aber mit ChatGPT war plötzlich jetzt eine neue Plattform geschaffen. Und ich habe mir die mal angeschaut und so mal hineingehorcht in so einen Prompt. Was kann die eigentlich machen? Ja, so der Klassiker, ich brauche einen Text. Ja, man sieht hier links oben die Anfrage, schreibe einen kurzen Marketingtext mit ein paar Features, ja, H9+.
Und der macht tatsächlich einen Text draus. Ja. Und der Text ist auch gar nicht schlecht. Der macht zum Beispiel aus einem Lego Pirate Ship, macht er ein Lego Pirate Ship, wo er Lego groß schreibt. Manchmal sogar noch, wenn man es als HTML formatiert, mit einem Registered Trademark. Der erkennt auch, dass Age 9 plus 9 and up ist. Also es ist schon smart. Ich habe nochmal gefragt, schreibt doch mal einen Text wie ein Pirat, den schreiben würde. Gleiche Metadaten ansonsten. Und hier, wenn man sich das mal anschaut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig betone. Are you a true pirate looking for a ship worthy for your plundering? Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Ich glaube, selbst ein Pirat würde da so gar nicht drauf kommen. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Und wenn wir jetzt an den Kontext denken, das ist ja auch immer die Story. Ja. Product Experience. Wie erlebt jetzt zum Beispiel ein 9-jähriges Kind den Webshop und geht auf Lego die Webseite? Und da geht es dann plötzlich, imagine yourself as the captain of your own ship. Ja, also wirklich wunderbar hineingedacht. Und wenn dieselbe Webseite mit demselben Produkt vielleicht die Eltern aufrufen, dann sind die Fragen plötzlich ganz anders. Ja? A great way to keep children entertained for hours. Also das Ding denkt wirklich mit. Ja? Und das ist auch die Lösung auf die Frage, wer kann denn diesen ganzen kontextabhängigen Content erzeugen? Den hier, alle wollen ja hier contextual Marketing machen, aber somit kann ich das auch in endlicher Zeit erzeugen. Nächste Fragestellung war dann, was ist mit meinem Farbmapping? Ja, nach diesen wochenlangen Workshops und so weiter, die wir intern gemacht haben für unseren eigenen Algorithmus, habe ich das einfach mal mappen lassen. Ja. Mango, Rose, Sky Blue, wie passt das eigentlich auf die Farben, die wir im Shop haben? Red, Yellow, Pink, Green. Ordnet der richtig zu, ja? Bei Mango kann man sich vielleicht noch streiten, ist es jetzt Orange oder Yellow? Aber wahrscheinlich wird es schon stimmen. Die letzte Frage, die dann noch war, wie kann ich mit so einem ChatGPT sprechen, sodass ich ihn auch als Maschine ansprechen und seine Ergebnisse auch als Maschine interpretieren kann? Weil das ist ja dann kein Chat-Gespräch, das ist ja Human-to-Human, sondern ich brauche sowas Machine-to-Machine. Ja? Da kann man aber, wenn man richtig anfragt, auch so einen Machine-Answer bekommen. Ich habe hier mal die gleiche Frage gestellt, habe aber die Antwort und die Struktur der Antwort, das ist dann so ein JSON-Array, einfach mal angeteasert. Ja, und dann weißt du genau, okay, gut, hier, ich brauche ein Array, ich brauche irgendwie vorne die Keys, hinten die Values, geschweifte Klammern. Und so eine Antwort kann man dann auch als Machine verarbeiten. Ja? Okay, also das sah vielversprechend aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sowas in Content Surf umgesetzt werden kann. Und zwar ist die Ausgangslage erstmal meine Excel-Datei. Das ist also das, was so ein Lieferant anschleppt. Es geht jetzt nicht um Lego, sondern um Outdoor-Produkte, hier irgendwelche Ponchos. Die Firma, die virtuelle, heißt Nike und die hat jetzt hier diese Datei. So, der meldet sich an einem ContentSurf-Supplier-Portal. Da sieht er jetzt erstmal möglichst simpel seine Kataloge, die Produkte, die er vielleicht schon importiert hat, irgendwelche Messages, die er an den PIM-Owner geschrieben hat und vor allem seine Kataloge, das ist jetzt so dieser Vorhof zum ContentSurf-PIM. Das ist jetzt das, was er da abliefert. Er geht also her und erstellt so einen Katalog, gibt dem irgendeinen Namen. Ich habe den mal hier Outdoor Specialist genannt. Er kann jetzt aus Templates noch wählen, das kennt man, wenn man bei Amazon Daten hochlädt. Ja, es ist jetzt Hund, Katze, Maus, ja, es ist irgendwie Outdoor-Produkte, Excel-Datei und dann im nächsten Schritt von so einem Wizard kann man dann entweder sagen Download, ja, dann habe ich hier mein Template. Dann müsste ich es jetzt da irgendwie reinbringen, ja, das heißt, ich brauche sowas wie Article Number, Article Name, Brand und so weiter. Ja, aber wie es in der Praxis so ist, ich habe es ja schon, da ist es ja schon, ich habe es halt nur nicht so gemappt. Ja. Also auch kein Problem, sage ich hier erstmal Upload, gib mir die Datei. Und dann schauen wir uns die an. Ja, erstmal verstehen, wo ist eigentlich der Content, wo ist der Header. Da steht oben irgendwas drum, Do not distribute. Aber wenn ich das mal so einstelle, dann passt's. Und jetzt kommt die erste Aufgabenstellung und da ist jetzt OpenAI kurz aufgeblitzt. Wie passt jetzt die Excel-Datei, also die Spalten der Excel-Datei, zu den Spalten meiner Onboarding-Templates?
Und das hat jetzt dieses Mapping ChatGPT mal vorgeschlagen. Also Item Number auf Article Number, super. Item Description auf Article Name. Model Designation, das sehe ich jetzt hier, steht also Valdipino Poncho. Setze ich als Mensch, deswegen grüne Verbindung ist Human, orange Verbindung ist AI, da mal rüber. Ja. Brand weiß ich, dass wir da in der Datei nicht haben. Den Ehren slash Cheatin hat er nach Cheatin gemappt. Die Color Designation hat er hier auf Color gemappt, also super. Market Area, da muss er jetzt einen Text abgeben. Dann nehme ich hier mal die Description, da weiß ich besser, dass ich die erstmal in den Kurztext reinschreibe. Features hat er aus Material Composition gezogen. Keywords aus der Product Category, okay, meinetwegen. Dann nehme ich die Subcategory of Category, wieder als Mensch. Image aus Product Image, Weight aus Weight. Okay, super. Ja. Apply Mapping. Jetzt werden die Daten einmal rübergeschafft in das Modell, das wir hier brauchen. Und dann sind wir hier im nächsten Schritt bei Refine Data und können es uns nochmal anschauen. Alles, was grün ist, ja, ist da. Man sieht ja, das sind 1000 Zeilen, schönes Grid. Das lädt also endless immer weiter. Alles, was grün ist, passt. Bei Brand habe ich jetzt nichts. Ist ja meine Datei. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel jetzt dann von Hand reinschreiben Nike und das runterziehen. Aber wer schon mal 1000 Zeilen jetzt in Excel runtergezogen hat, weiß, das ist ermüdend. Deswegen haben wir hier sowas wie Fill Down. Dann haben wir jetzt 1000 Mal Nike hier runtergezogen. Der Shorttext ist schon mal super. Ja. Allerdings habe ich hier dieses Gatter drinnen, das soll wohl so eine Aufzählung sein. Kann ich jetzt auch noch als Mensch hier rechte Maustaste Search and Replace. Ich mache mal aus Leerzeichen Gatter, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen, All Values, zack. Ja, habe ich das hier auch noch ein bisschen schöner gemacht. Deutschen Text habe ich keinen, aber nur die mit Stern sind required. Wunderbar, lasse ich einfach leer. Jetzt komme ich zum Problem der Farben. Ja, ich habe jetzt gesagt, das ist Red, Mango und Blue und die sind jetzt rot. Rot, weil das jetzt ja so eine Content Serve Value Range ist. Das wird also später beim Import zu einem Wert. Und der hat aber kein kleingeschriebenes Red, sondern nur ein großgeschriebenes Red. Ja. Okay, Mango, wer weiß, was ist Mango jetzt? Gelb. Ah, das sind gelb. Also, und so weiter. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich 1000 Zeilen irgendwie durchgehen und Farben mappen. Das ist jetzt genau die Situation, die wir hier hatten. Ich muss also jetzt 1000 Lego-Steine in die Hand nehmen und sagen, bist du Hund, Katze oder Maus? Und das kann ich jetzt hier über Consolidate Values, jetzt kommt auch wieder ChatGPT zum Einsatz, man sieht hier kurz OpenAI, und macht mal einen Vorschlag. Ja? Black of Black. Black Meadow of Black. Ja, man sieht, es gibt halt bei den Lieferanten alle möglichen tollen Farben. Die gibt es aber im Shop nicht. Da hat man die 16 Grundfarben. Ocean of Blue, Wood of Brown. Ja, super. Mango of Yellow. Apply Mapping. Und schon habe ich mir die Arbeit von einem Nachmittag gespart und habe mal kurz 1000 Farben gemappt. Nächstes Problem. Ich muss die Steine hier in diese Kästchen reinbringen. Ja. Das entspricht also, ich muss das Produkt im PIM-Baum an die richtige Stelle verorten. Ich will natürlich die Leute aber nicht an meinen PIM-Baum ranlassen, die verstehen den nicht. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit, per Dropdown auf den PIM-Baum zu verweisen. Und zwar wegen Outdoor, nur auf den Outdoor-Bereich. Jetzt wieder gleiches Problem, Poncho geht wahrscheinlich nach Clothing Poncho. Aber auch wieder 1000 Mal. Nicht schön. Stattdessen Consolidate Values geht das Ganze einmal wieder über ChatGPT. Und macht einen Vorschlag. 1000 verschiedene Kategorien gemappt auf meinen PIM-Baum. Trousers auf Clothing Pants, Pullover auf Sweater, T-Shirt auf T-Shirt. Ja, und meinen Poncho auf Clothing Poncho. Super, oder? Sage ich wieder Apply Mapping. Wieder Nachmittag Arbeit gespart. So. Longtext habe ich aber keinen. Lasse ich mal weg. Das macht dann später der Admin.
Bei den Keywords habe ich vielleicht noch was, was ich geben kann. Vielleicht Camping und Climbing und Cycling. Ja, auch hier wieder mit Fill-Down habe ich das auch geschafft. Kommen wir zu den Bildern. Die Bilder werden entweder bei Upload Media hochgeladen oder man kriegt von den Lieferanten einfach eine URL. Ja? Das heißt, der Lieferant hat in seiner Excel-Datei hier irgendwie einen Link zu einem Bild. Das muss ja ins MAM und ins PIM verknüpft werden. Aber man kann schon mal hier, man sieht es, sich die Vorschau ansehen und sieht auch super aus. Aber plötzlich stelle ich hier auch vor, manche sind nicht so toll, weil die hier zu hoch sind. Ne? Der Menschen 2000 Pixel ist einfach zu hoch. Also die sind abgelehnt, das ist das Data Quality Management. Manche sind vielleicht sogar broken. Ja? Der hier zum Beispiel scheint tatsächlich erstmal gut auszusehen, ist aber in Wirklichkeit not found. Also hier hat man schon einen ganz guten Blick, was funktioniert eigentlich an Daten und was nicht. So, am Ende kann sich der Supplier dann nochmal hier beim Summary anschauen, wie seine Daten sind und kann dann vielleicht noch eine Nachricht hinterlassen. Zum Beispiel hier eine Kommunikation mit dem PIM-Owner. Wo kann ich hier oder wie kann ich hier Bilder hochladen? Die ans PIM assignen und sich da nochmal mit dem abstimmen. Ansonsten ist er soweit zufrieden und sagt ready for import. Mehr kann er nicht tun an der Stelle. Der Supplier darf ja nicht an unser PIM ran. Was er aber vielleicht noch tun kann, er kann hier noch Bilder hochladen. Vielleicht hat er noch weitere Bilder. Ich habe hier mal so ein paar generische Marketingbilder. Die lädt er vielleicht hier in seinem Dashboard auch noch hoch. Bei Media Upload, die werden dann analysiert. Ja. Man sieht hier, könnte er noch Metadaten mitgeben, aber auch das ist heutzutage ein Klassiker für AI. Google Vision, ich klicke jetzt nochmal drauf. Achtung, auf die Metadaten rechts. Sky, Mountain, Blue, Slope, ja, alle schon verschlagwortet. Gott sei Dank. Okay. Gut, dann ist aber auch gut. Und wir schauen uns jetzt mal den Prozess von der anderen Seite aus an. Ich gehe jetzt mal als ein PIM-Owner hier rein in die große PIM-Welt. Da habe ich hier viele neue Möglichkeiten. Ich sehe hier tatsächlich die Produkte, ich sehe die Bilder, die Workflows und so weiter. Und ich sehe aber auch den Onboarding-Bereich. Und beim Onboarding-Bereich sehe ich nicht nur diesen einen Lieferanten, sondern alle Lieferanten. Und ich habe hier sogar noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel hier auf die Kataloge zuzugreifen, die Spaltensätze anzulegen oder die Templates wie mein Outdoor-Template zu bearbeiten, die Supplier anzuschreiben und so weiter. Naja, und da fällt mir halt auf, dass Nike jetzt hier in diesem orangenen Zustand eine neue Excel-Datei geliefert hat. Schauen wir mal die Daten an, sage, okay, super. Die soll ich jetzt anscheinend importieren, aber der hat mal wieder keinen deutschen Text abgegeben. Ja. Könnte jetzt hergehen und könnte einen deutschen Text hier aufgrund des englischen Textes schreiben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich nehme mal hier rechte Maustaste, Fill Column with Short Text. Dann habe ich jetzt diese Spalte hier rüber kopiert. Und jetzt müsste ich die nur noch nach Englisch übersetzen. Das kann ich natürlich im ContentServe TMS machen. Ich kann hier aber auch einfach mal rechte Maustaste Translate to German machen. Ja. Das ist jetzt so eine DeepL-Integration. Habe ich wunderbar auch gleich mal einen deutschen Text erzeugt. Also so gesehen DeepL hier auch als AI-Support, als virtueller. Letztes spannendes Thema. Wie komme ich jetzt zu meinem Longtext? Ja, ich habe einen Shorttext, ich habe viele Metadaten und so weiter. Jetzt könnte ich, wenn ich wollte, hier schon losschreiben, aber jetzt kommen wir genau zu der Situation, dass ich mir eigentlich helfen lassen kann wieder. Ich mache mal rechte Maustaste. Create AI Text. Und jetzt kommt genau diese Fragestellung, die ich vorher auf PowerPoint gezeigt habe, als HTML-Formular. Create an adventurous long text for a product in HTML format, less than 1000 characters, at 5 bullets in English, with the features. Und dann nehme ich die Spalten, die jetzt hier in dem Grid sind, mal raus und sage, okay, Artikel-Number, das braucht er sicher nicht in seinem Text.
Product Name könnte er hilfreich finden, der Brand, der Shorttext, die Farbe, die Features, das Gewicht. Ja, vielleicht nehme ich hier noch die Marketing Area dazu. Super, mach doch mal. Und jetzt Processing. Ja, jetzt wird das Ganze hier mit ChatGPT ausgehandelt. Und Stück für Stück fliegen hier mir meine Marketingtexte rein. Zack. Ja, und das ist jetzt in HTML Markup mein Longtext mit Bullet Points. 5 Stück haben wir bestellt. Hat er sich da irgendwie rausgezogen. Brutal. Okay. Soweit finde ich das jetzt ganz gut. Ja. Und ja, importiert das Ganze. Ich schaue mir das mal im The Merge Preview noch an. Das ist jetzt eine Sicht, die habe ich nur als PIM-Owner. Ja, welche Produkte sind jetzt hier neu? Das sind die blauen hier. Welche habe ich schon? Man sieht, da gibt es schon welche. Die sind aber hier noch teilweise geändert. Der hier hat New stehen. Auch interessant. Da mache ich hier mal auch einen New-Text rein, damit wir das verfolgen können. Mache ich hier mal das super, weil die Pinot Poncho, eine kleine Abänderung, speichere das ab und sage, okay, nehme ich mir jetzt ins PIM-System rein. Das Ganze läuft jetzt hier über den klassischen Content-Serve-Data-Flow. Andere Story, anderer Vortrag. Aber jetzt sind die Daten im PIM angekommen. Im PIM heißt, ich habe jetzt hier irgendwie mein Content-Serve-PIM. Ich sehe hier Products for Approval. Da sind jetzt Daten da. Schau mir das mal an. Komm hier rein in den PIM-Baum. Man sieht jetzt, dass aus dieser eigentlich flachen Lieferantenliste, die hat uns ja nur diese SKUs hier gegeben, hat der Dataflow jetzt auch tatsächlich eine Zwischenebene, weil die Pinot Poncho Red, das ist also die Farbebene, oder weil die Pinot Poncho, das ist die Produktebene, erzeugt. Ja. Er hat das Ganze bei Poncho einsortiert. Das war ja auch unsere Abfrage, wo würdest du das einsortieren? Das heißt, die Dinge wurden jetzt hier reingesteckt und sogar noch in kleine Unterordner aufgehoben. Und sind da. Ja, und mein Text hier, inklusive meinem Super, das ich gerade noch im Grid von Hand eingetragen habe, ist alles wunderbar da. Ich könnte jetzt hier über den Content Serve Workflow meine normale Anreicherung anfangen. Das heißt, es gibt jetzt hier, wer so einen Content Serve Workflow schon mal gesehen hat, da den Ablauf. Ja, hier kam jetzt was zum Supplier rein. Was muss ich mit dem ERP dazu noch abklären, damit ich den verkaufen kann? Muss ich die Texte nochmal reviewen? Muss ich die Bilder nochmal reviewen? Muss ich das Ganze vielleicht nochmal übersetzen? Das sind also dann alles Fragen, die man so bei ContentServe dann noch an dem Workflow entlang arbeiten kann. Okay, schauen wir mal in die Veröffentlichung dieser Produktdaten jetzt rein. Und zwar... erster Schritt, wir wollen es vielleicht in einen Shop bringen. Ja, beim Shop gibt es hier die verschiedenen Bäume bei ContentServe. Das eine ist jetzt mein eigentlicher Baum mit den Produktstammdaten. Da sind also jetzt hier auch wieder mein Valdi Pinot Poncho Red S drin. Es gibt aber auch unten die Channel-Sichten. Und da habe ich die Produkte, die ich da per Drag and Drop reinziehen kann. Und kann die hier dann einfach veröffentlichen, rechte Maustaste, Update Channel, dann wird sowas an eine Connector übergeben. Ja, hier wird zum Beispiel der SAWS Connector zum Magento jetzt angesprochen. Den Magento Shop schauen wir uns gleich an. Also einen Kanal habe ich damit schon. Schauen wir uns mal einen anderen Kanal an. Und zwar hier, wo sind wir? Print Day, Werk 2. Also InDesign, ich verbinde mich jetzt mal an genau dieses Projekt. Ja, man sieht, ich habe hier ESX 192 SaaS ContentServe.com. Das ist also die ContentServe SaaS Cloud. Genau die gleiche URL hier. Melde mich mit dem gleichen User an und sage okay. Das ist jetzt eine Live-Verbindung direkt von dem InDesign Client hin zu diesem ContentServe SaaS Client. Ich bin jetzt hier auf meinem Laptop in Mülheim an der Ruhr. Die SaaS-Cloud von ContentServe, die hier genutzt wird, steht in München. Also kein Problem. Ich habe hier die Publication-Palette. Da habe ich ein Dokument vielleicht mit, was haben wir denn da? Print, Outdoor,
Outdoor. Ich habe hier mal so ein Template vorbereitet. Das heißt, ich habe hier irgendwie meine Paragraph Styles und so weiter drin. Ich sehe den Product Pool. Und der Product Pool schaut jetzt genau auf meinen PIM-Baum. Clothing Poncho, Valdipino Poncho, Red S. Ja? Also genau die Produkte, die ich gerade importiert habe, kann ich jetzt hier 1:1 schon verwenden. Ich mache hier mal, platziere mal den Bereich mit einem Viertel-Seiten-Template, selektierte Produkte mit Default-Produkt-Template, dann fliegen mir die hier rein. Das ist auch ein großer Vorteil von der ContentServe Comet-Integration, dass solche Dinge halt wirklich live funktionieren. Das heißt, ich habe nicht dazwischen irgendwie Publish und Subscribe und Export und Reimport, sondern ich greife direkt auf das PIM-System zu. Okay, das war jetzt der InDesign-Teil. Ich mache jetzt da nicht lang rum. Ich committe es einfach. Sag, hier ist jetzt mein Dokument und bringe es zurück ins ContentServe MAM. Habe ich den Teil auch erledigt. Gut. Ja, es gibt bei ContentServe noch viele weitere Wege, Dinge zu exportieren. Da haben wir zum einen so ein Suchfrontend. Ja, das kann ich hier auch standalone aufrufen. Da habe ich hier meinen Bereich Outdoor schon mal eingehängt, deswegen sehe ich die da jetzt auch gleich. Sehe ich also, die Produkte hier sind veröffentlicht. Ich kann mir die hier selektieren und downloaden in verschiedenen Formaten. Da gibt es bei ContentServe so sogenannte Smart Documents und Exporte. Hier mit den Fahrrädern zum Beispiel sehe ich auch andere Facetten wiederum. Ja, also eine schöne Suche. Da könnte ich mir jetzt hier Daten runterladen, zum Beispiel als Excel oder PDF-Ansicht, kriege ich hier so eine ZIP-Datei, habe ich meine Produkte hier drin oder so eine Excel-Datei. Ja? Ein weiteres Format wollte ich da bei der Gelegenheit auch mal erwähnen. Das sind sogenannte Cloud Shares. Da habe ich hier mal einen schon angelegt, der heißt hier Outdoor Specials. Und da kann ich jetzt hier so Items reinpacken. Zum einen habe ich hier Get Ready for Adventure in statischen Text. Da möchte ich die Bilder, die sind hier schon verknüpft, die der hochgeladen hat, verwenden. Vielleicht habe ich aber noch anderen Content. Hier zum Beispiel eine Media Library, ein paar Data Sheets. Das sind Smart Documents, der Link zum Shop und so weiter. Und das Ganze veröffentliche ich mit einem Link. Das ist jetzt dieser Link hier. Wer will, kann mal versuchen, diese URL in sein Smartphone einzugeben. Also bit.ly3uftwxv. Ja. Und soll ich es? Wer will? Wer macht? Ja? Er macht. Okay. Und klick da mal drauf und bin jetzt hier auf der veröffentlichten Sicht Outdoor Specials, Explore Nature in Style und habe jetzt hier den Content, das könnte so eine kleine Micro-Website sein, ja, mal online gebracht. Das ist der eine, war dieser statische Content, den ich hier gerade geschrieben habe. Ich habe die Bilder, die die Lieferanten über diese URLs hochgeladen haben, jetzt hier auch mit reingepackt. Das heißt, da hat er jetzt die ganzen Bilder aus der Excel-Datei. Er hat natürlich dann auch Produkte mit diesen Smart Documents, die wir hier finden. Wir haben gesagt, wir machen auch ein Shop-Beispiel. Ist jetzt hier ein ganz einfacher Magento-Demo-Shop. Da sieht man aber, das war diese kleine Teilstruktur, die ich vorher gezeigt habe. Die Struktur ist jetzt hier an Magento übergeben worden. Ich habe hier die Produkte drin und finde meine
diversen Daten dann her. Ja, also sowas geht über so eine SAWS, hier oben rechts oben steht es, SAWS-Connector bei ContentServe, kriege ich solche Dinge auch schnell in den Shop-Frontend ausgeliefert. Ich habe auch meine InDesign-Datei, diese Outdoor-INDD, hier mal als Preview. Ich habe ja kein PDF erzeugt, sonst wäre das natürlich High-Res. Man sieht schon, das hier ist irgendwie Low-Res, weil wir da von den InDesign-Dateien nur die eingebetteten Previews mitnehmen können. Aber die ist jetzt praktisch live auch schon mit dabei. Ich habe das ContentServe-Marketing-Portal. Ich habe vielleicht noch anderen Content, den ich rund um meine Veröffentlichung hier haben will. Zum Beispiel Link auf Pinterest, auf meine Instagram-Story, die ich da irgendwie noch dazu hochgeladen habe. Vielleicht habe ich auch einen REST-Service. Das hier ist jetzt so ein Dataflow als REST-Service, also im Bereich Syndication gibt es viele Möglichkeiten, dann auf die Daten wieder drauf zu kommen, bis hin zu einem YouTube-Video, das ich vielleicht damit noch habe. Is so difficult. I'm a survivor myself. Ja. Cycling. Okay, so haben wir es also geschafft. Fazit. Innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Minuten, ausgehend von einer Excel-Datei, die irgendwie so aussah, die Daten zu importieren, zu mappen, sogar Texte zu erstellen, zu übersetzen, durch den Workflow zu schleifen und zu veröffentlichen in InDesign, auf einer Webseite, in so einem Cloud-Share. Also das ist schon echt, finde ich, schnell dafür, dass wir das als Ausgangsbasis hatten. Ja. Und das, glaube ich, ist möglich mit solchen Tools wie ChatGPT, DeepL und ContentServe. Okay. Fragen soweit, ja. Wie sieht es aus mit bestehenden Datenbeständen in ContentServe? Konkret was? Ja, der ChatGPT, dass man zum Beispiel noch Texte nachträglich generieren kann. Ja, und zwar geht natürlich auch. Ab wann ist die ContentServe-Version? Zur ersten Frage. Beispiel, ich habe jetzt hier, nehmen wir mal irgendein anderes Produkt, das wir jetzt noch vorher schon hatten. Ne? Ich nehme mal dieses Produkt hier und sage, da habe ich vielleicht jetzt schon bestehende Metadaten drinnen. Ich habe da natürlich jetzt auch schon einen bestehenden Beschreibungstext, den lösche ich mal raus. Und dann füge einfach ein neues Attribut ein. Jetzt habe ich hier irgendwas geerbt. Und gehe jetzt über eine Workflow-Aktion. Und da gibt es im Workflow verschiedene Integrationen. Gibt hier auch Vorträge zum Thema Retresco oder AX Semantics, aber eben auch OpenAI. Und lass mir das über eine Workflow-Aktion dann auch rendern. Das wäre also jetzt so eine Workflow-Aktion, die mir hier diesen Text jetzt geschrieben hat. Die kann man konfigurieren. Da gibt es OpenAI Text, hier ein kleines Formular, da, ähnlich wie das andere, ja, Maximum Characters, 1200, 5 Bullet Points, HTML, Markup, Intonation Series, so kann man das also dann auch bei bestehenden Produkten anwenden. Du wirst wahrscheinlich ähnlich dann, wenn du jetzt Keywords an Bundle hast. Ja, genau. Was war die zweite Frage? Mit welcher ContentServe-Version kommt Das sind, also das wesentliche Teil, was ich heute gezeigt habe, war das Onboarding-Portal. Und das gibt es zu allen supporteten ContentServe-Versionen, auch rückwärts. Ja. Und das sind sogenannte Business Solutions, die können wir auch in bestehende Releases einfach mit rein integrieren. Ja? Ihr habt jetzt Generative Text AI ziemlich geil eingesetzt. Werdet ihr Danke. In den nächsten Schritt gehen und Bilder, zum Beispiel für Landingpages, Imagebilder direkt anhand der Produktbeschreibung generieren lassen, zum Beispiel mit der Integrierung von Midjourney? Könnte man als nächstes mal ausprobieren. Ich weiß zwar nicht, wie gut die dann sind und ob man die dann wirklich die nehmen, halt immer besser, ne? Nehmen das möchte. Ist natürlich ja. Auch keine Sache vom Status quo, sondern. Ja. Also die Möglichkeiten, wenn man jetzt das Ganze mal 5 Jahre in die Zukunft sieht, ja, werden natürlich jedes Monat jetzt besser. Man hat es bei ChatGPT gesehen, das ging im November los, da habe ich das gar nicht gecheckt. Im Februar habe ich es irgendwann dann in meinem Xing-Newsletter irgendwann nicht mehr wegdenken können, weil es praktisch jede Headline war damit.
Dann kam ChatGPT 4 raus. Und wenn man das auf 5 Jahre in die Zukunft sieht, kann man sich vorstellen, wo die Reise hingeht. Ja. Aber ihr wart dann auch sehr schnell. Ne? Also ja, wir sind sehr schnell. Und dass überhaupt OpenAI, die gerade so viel zu tun hat, noch mit Partnern so viel das rausgeben können. Ist ja, ja. Wir sind da immer sehr schnell. Das nennt sich Time to Market. Man muss schneller sein wie der Mitbewerb. Ja. Sonst noch eine Frage? Ja. Wie ist es eigentlich mit KI-generierten Texten? Ich habe mal gelesen, dass Suchmaschinen quasi die schlechter raten. Weiß ich nicht. Also ich habe mal gelesen, dass Suchmaschinen Texte schlechter raten, die sie irgendwie als Kopie finden. Ja? Duplicated Content. Frage, was ist jetzt schlimmer? Habe ich jetzt einen liebevoll geschriebenen Text von meinem Redakteur für irgendwie 300 Euro und habe den dann 15 Mal duplicated auf verschiedenen Webseiten? Oder habe ich halt für 3 Cent einen Text geschrieben und den halt dann eben nicht dupliziert? Ich glaube auch nicht, dass die Google in der Lage ist, das so zu erkennen bald. Also, es ist ein Wettlauf auch, ne? Ja. Je nachdem, die Texte werden besser geschrieben und die Erkennungen werden auch besser, so eine Koevolution. Mal gucken, wer gewinnt. Also manche Übersetzungsbüro ist schlechter geschrieben als ChatGPT, jetzt in Native Speaking versucht. Ja. Aber wie gehen Sie mit den Themen um, wenn ChatGPT das nächstliegende errät? Und wenn Sie gerade bei Produkttexten die Assoziation, manche würden Lüge sagen von ChatGPT, die Schwäche, ausschließen oder kenntlich machen? Ja, also dieses Halluzinieren, was man da immer so liest von ChatGPT, ist in der Tat ein bisschen nervig. Ja? Also ich habe mal geschrieben, erzähl mir alles über Alexander Wörl. Da kommen halt Storys bei raus, die stimmen halt auch teilweise nicht. Ja? Teilweise aber ist es auch faszinierend, mit wie wenig Informationen auch was Sinnvolles bei rauskommt. Das ist so ein bisschen die Abwägung. Wenn ich was mit ChatGPT erzeuge, muss ich vielleicht reviewen. Ja, es sei denn, ich habe halt wirklich 10.000 Produkte und ob der Text jetzt perfekt ist, ja, oder irgendwie nicht so perfekt ist, ist mir wurscht, weil von den 10.000 Produkten vielleicht 5.000 gar keiner je sieht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich will, dass der Text halt perfekt ist und ich ihn vollautomatisiert erstelle, dann nehme ich vielleicht eher sowas wie Retresco oder AX Semantics. Da muss ich aber dann die Texte halt vorschreiben letztendlich und dann kann ich sie mir algorithmisch zusammensetzen lassen, aber ich muss mir jedes Mal so eine Cartridge erstellen, was vielleicht auch Arbeit ist. Ja. Ich habe mal wegen ChatGPT versus DeepL eine Analyse gemacht und finde, dass die Übersetzungen von DeepL nach wie vor noch ein bisschen präziser und sauberer sind. Also hier wird zum Beispiel im Originaltext im Englischen ein Sailor who spent weeks lost at sea in January. Ja, und das hat der AI, der auch übersetzen kann, OpenAI, mit auf See verloren war und ChatGPT und DeepL mit auf der See verschollen war. Und ich finde, verschollen trifft es ein bisschen besser als verloren. Ja, also ich glaube, da ist DeepL tatsächlich noch besser. Aber wie gesagt, das ist jetzt Stand heute, 2023. Das kann in einem Jahr oder in 5 Jahren sieht das wieder alles ganz anders aus. Man muss da wirklich schnell sein und die Dinge nutzen, solange sie irgendwie noch verwendbar sind. Gut, sonst noch eine Frage? Dann würde ich sagen, 12.20 Uhr, pünktlich auf die Minute. Vielen Dank fürs Zuhören.